Heute geht es mal um Gina Lisa Lohfink. Wer sie nicht kennt, sie wurde im Jahr 2008 durch die Teilnahme bei der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel bekannt. Bekannt natürlich unter Anführungszeichen, weil danach keine Sau mehr weiß, wer du bist, aber ist ja auch egal. Nachdem sie bei Germany's Next Topmodel war, war sie hin und wieder mal in kleinen Sendungen dabei mit Gastauftritten oder in irgendwelchen hochqualitativen Sendungen wie X-Diaries, Das Tier in mir, die Oliver Pocher Show oder Promi Big Brother, wobei Promi da eher in Anführungszeichen zu setzen ist. Dann hat man eine längere Zeit lang nichts mehr von ihr wirklich gehört, bis dann plötzlich im Jahre 2016, also vor ungefähr einem halben Jahr, das Skandal-Sextape mit ihr und zwei Männern veröffentlicht wurde. Also nicht das damalige, das ist jetzt ein anderes Skandal-Sextape mit ihr, wo sie behauptet, sie wollte das ja gar nicht und ja, komisch. Zwei Männer hatten also Sex mit ihr, das Ganze wurde gefilmt und dann letzten Endes im Internet auf verschiedenen Webseiten in verschiedenen Clips aufgeteilt und hochgeladen. Sie hat daraufhin Anzeige erstattet und behauptet, sie wurde mit K.O.-Tropfen betäubt. Die Männer wurden dann auch bestraft, weil sie die Videoaufnahmen einfach so verbreitet hatten. Der Vorwurf bezüglich der Vergewaltigung an Gina Lisa wurde einfach nie bewiesen, weil ein toxikologisches Gutachten, ihr Verhalten und das Video einfach keine Indizien dafür gegeben hat, dass sie wirklich auf Drogen war. Danach musste sie wegen falscher Verdächtigung eine Strafe von 24.000 Euro bezahlen. Die Männer, die von ihr angezeigt wurden, haben danach Strafanzeige wegen Verleugnung und Beleidigung gestellt und dann wurde sie nochmal zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro wegen falscher Verdächtigung verurteilt. Okay, so viel mal dazu. Es hat also kein Schwanz, außer natürlich die beiden in dem Video, sich auch nur ansatzweise irgendwie für die Alte mehr interessiert. Dann taucht wieder mal ein Sextape von ihr auf, was ja auch nicht das erste war und dann behauptet sie wieder, sie wollte das ja gar nicht und dann kommt das Beste. Sie ist jetzt im Dschungelcamp dabei. Sie nutzt also quasi das Ganze jetzt aus, dass wenigstens ein paar Leute wieder einen Fick auf sie geben und sie jetzt wenigstens wieder ansatzweise im Gespräch ist und geht dann gleich mal zum Dschungelcamp. Also es gibt hier ungefähr zwei Möglichkeiten. Erstens, diese ganze Vergewaltigungsgeschichte ist tatsächlich wahr, trotzdem wäre es dann irgendwie komisch, dass man nach einem halben Jahr später, wenn man unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurde, ins Fernsehen vor ein Millionenpublikum geht. Und die zweite ist, das Ganze ist einfach nur gefaked, die ganzen Beweise und Indizien der Gutachter stimmen. Sie hat das Ganze mehr oder weniger gefaked und gesagt, sie wollte das gar nicht, um unter anderem ins Dschungelcamp zu kommen, mit der Aufmerksamkeit, die sie durch die ganze Sache bekommen hat. Und das nenne ich ja mal richtig wow, also so eine Vergewaltigung faken, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich finde die Alte sowieso blöd wie Scheiße. Das erklärt auch, dass sie bei der verfickten Sendung der große deutsche IQ-Test 2011 bei RTL 2 mitgemacht hat. Will ich gar nicht wissen, was die Alte da für einen Scheiß verzappt. Diese Gina Lisa ist einfach der perfekte Beweis dafür, dass manche menschlichen Existenzen so unglaublich unnötig sind und dass die Welt auch genauso ohne die Alte klarkommen wird. Die Alte ist angepisst, weil seit 2009 kein Hahn mehr nach ihr kräht, nachdem der Hype wegen Germany's Next Topmodel vorbei war. Eine neue Staffel kam, sie war vollkommen egal und das Einzige, wie sie jetzt noch Aufmerksamkeit erregen konnte und dann in so eine Z-Promi-Show wie das Dschungelcamp gehen konnte, war, dass sie diese verfickte Vergewaltigung, die vielleicht nicht mal echt war, einfach als Promo-Zweck missbraucht hat. Also selbst wenn die Vergewaltigung echt wäre, hat sie das einfach benutzt, um wieder ins Fernsehen zu kommen, in das Dschungelcamp. Welcher Mensch würde, wenn er von zwei Leuten vor Kamera unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden würde, sich erstmal denken, das nutze ich auf jeden Fall mal aus und guck, ob ich ins Dschungelcamp damit komme. Dass das Ganze echt ist, kann ich mir irgendwie doch nicht so wirklich vorstellen. Vor allem war sie ja bei Germany's Next Topmodel auch nur Platz 12 und ist wahrscheinlich auch nur wegen ihrer Botox-Fresse und ihrer komischen, unsympathischen, eingebildeten Art irgendwie rausgestochen aus der Masse. Ja, das war's mit diesem Video. Ich weiß schon, warum ich nicht mehr Fernsehen gucke, Alter. Mich pisst sowas so übertrieben an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Stream und oder Video wieder. Danke fürs Zusehen und ciao.